Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance-TV natürlich mal wieder. Und was habe ich denn gesagt? 1-0 Auswärtssieg von unserem SK Sturm auswärts beim SKN St. Pölten. Ein wichtiger Sieg, ein grausliches Match, aber enorm wichtig. Über die Leistung würde ich ehrlich am liebsten so den Mantel des Schweigens drüber werfen. Wir erwähnen das Ganze trotzdem wirklich in der Kurzzusammenfassung. Ich glaube, da ist mir keiner böse. Das Spiel beginnt gut für Sturm. 4. Minute, Fehler vom St. Pöltener Verteidiger. Da vertändelt einer den Ball. Markus Pink, wieder Solospitze, der so richtig sich zum Goalgetter langsam mausert. Also ich hätte persönlich nicht gedacht, dass Pink der treffsicherste Stürmer so im Laufe dieser Saison noch werden würde. Ja, auf jeden Fall stibitzt er seinem Gegenspieler den Ball, zieht allein auf das Tor von St. Pölten, in dem Riegler wartet, los. Und dann überlupft er diesen wirklich gekonnt. Also hat er schlitzohrig gemacht, der Pink. Der Ball kommt breit von der Innenstange ab und dann rollt er eben ins Tor. Und das ist das frühe 1-0-Siegestor für unseren SK Sturm. Man hätte eigentlich danach auch abpfeifen können, denn wahnsinnig viel Positives aus schwarz-weißer Sicht ist danach wirklich nicht gekommen. Ja, St. Pölten eigentlich auch in der Offensive nach dem Rückstand deutlich aktiver wie Sturm. Von Sturm kam schon im ersten Durchgang wenig. St. Pölten hat zunächst mal probiert, über Bajic einen Elfer sich zu ergaunern, so ein bisschen. Klare Schwalbe, der sieht dann gelb. Bisschen später ist Bajic aber fast allein vor Siebenhandel. Koch als letzter Mann kommt zu spät, schneidet ihn um, Notbremse, rote Karte und nach einer halben Stunde Sturm mit einem Mann weniger. Das natürlich auch ausschlaggebend für den Verlauf, den extremen, ja, defensiven Spielverlauf. Aus unserer Sicht eigentlich, also den Sturm hat sich danach nur mehr hinten reingestellt, keine nennenswerten Highlights mehr im ersten Durchgang, ein Distanzschuss, so Distanz 16, 20 Metern von den St. Pöltnern, den Siebenhandel locker parieren kann, aber ansonsten, glaube ich, gab es da dann sowieso nichts mehr im ersten Durchgang, auf jeden Fall 1-0 zur Pause, zweite Hälfte. Ja, das Ganze auch nicht besser geworden. Die St. Pöltener zwischendurch so nach einer Stunde herum mit einer Drangperiode, aber ohne wirklich was Konkretes zu produzieren. Immer wieder so ein bisschen gefährlich, aber am Ende machen sie es immer zu kompliziert und Sturm hat eigentlich jetzt gar nicht mal so die Probleme. Man kommt schon ins Schwimmen, aber das Ganze, ja, ebbt dann wirklich mit der Zeit wieder ein bisschen ab. Also unterm Strich, ja, keine berauschende zweite Hälfte so insgesamt vom Spiel. Wenn es was gab, wie gesagt, nur von St. Pölten. Für mich das Highlight in der zweiten Halbzeit ein negatives. Emeka Freude-Ese kommt nach einer knappen Stunde für Markus Pink. Hat wirklich keinen guten Auftritt, wirkt behäbig, wirkt irgendwo nicht spitzig, nicht fit, kriegt früher eine gelbe Karte, hätte dann auch ohne weiteres eine zweite bekommen können und wird dann auch ein bisschen später wieder vom Platz genommen. Danach muss Grozurek ran für Ese, der ist natürlich auch nicht begeistert, aber was willst du machen? Also bisschen unmotivierter Auftritt, muss ich sagen. Vom Nigerianer auf jeden Fall, ja, gibt's, wenn es was gibt, dann eben nur St. Pölten. Sturm stellt sich eben sehr, sehr tief rein oder lässt sich auch tief reindrücken. Das hat teilweise wirklich, ich will nicht übertreiben, aber so ein bisschen ausgesehen, als ob du gegen Salzburg spielst. Also Sturm sehr, sehr kompakt und ja, man bringt es unterm Strich über die Zeit. Bester Mann ist Siebenhandel, der, wenn er was zu tun hat, immer da ist. Und ansonsten, ja, wurde man dann erlöst irgendwann und das Spiel, ja, gewonnen. Keiner weiß wie, aber man hat es am Ende gewonnen. Positiv ist auf jeden Fall, dass die Konkurrenz mitgespielt hat an diesem Spieltag. Also WRC verliert 0-3 beim LASK und die Austria verliert gegen den neuen Meister Salzburg. Ja, ja, Gratulation und alles. Und ja, für uns war es eine Top-Runde, weil wir auch den direkten Konkurrenten geschlagen haben. Das war natürlich das Wichtigste. Ich will ja da auch nicht zu enttäuscht sein. Wir haben ja gewonnen, aber ja, das Spiel, ja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall, bevor ich mich verabschiede, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, was ihr zum Spiel sagt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und natürlich Happy Birthday Ivica Osim, der feiert seinen 76. Geburtstag. Also dann auch alles Gute natürlich von mir an der Stelle. Und ja, ich würde sagen, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, gehen Burschen und ein bisschen mehr beim nächsten Mal. Und bis dann. Ciao, ciao.